Sonntagabend in Delmenhorst. Es ist 10 nach 11. Alarm für die Männer der 3. Wachabteilung der Berufsfeuerwehr. Oldenburg, kommen. Ja, Freistein, das Einfamilienhaus, Erdgeschoss, Ausbau des Dachgeschoss zum Teil in Vollbrand. Keine Person mehr im Gebäude, auch keine Haustiere. Ja, verstanden. Nach 8 Minuten ist der Löschzug vor Ort. Bei Eintreffen war es so, dass an der vorderen Ecke vom Haus schon Flammen sichtbar waren und dass sich das mit dem Dachstuhlbrand eindeutig bestätigt hat. Der Angriffstrupp soll Richtung Brandherd vorrücken. Dort laufen bereits erste Löscharbeiten. Es war so, dass aufgrund der Einsatzstelle und der Alarmierungszeit die Freiwillige Feuerwehr schon vor Ort war, mit einem Angriffstrupp schon die Brandbekämpfung angefangen hat. Und als 2. Trupp haben wir den Befehl bekommen, dort eben den Innenangriff mit zu unterstützen. Erschwerte Bedingungen. Zum brennenden Obergeschoss führt nur ein einziger schmaler Treppenaufgang. Dann stellte sich heraus, dass dort eine sehr große Wärmeentwicklung war und der erste Trupp die Brandbekämpfung wohl eingeleitet hat, aber es wurde sehr schnell sehr heiß. Und man muss halt abschätzen, ist es sicher oder nicht. Und das hängt davon ab, ob es einsturzgefährdet ist oder ob eben dort die Flammen zum Problem werden. Im Obergeschoss herrschen Temperaturen von über 500 Grad. Deshalb soll die Drehleiterbesatzung von außen löschen und das Dach öffnen, damit die Hitze nach oben entweichen kann. Kommen wir von hier dahin, mit der Drehleiter? So, ihr müsst hier Dings. Ihr sollt auf die Ecke mit der Drehleiter. Macht eine Wasserversorgung da rauf. Uwe, ich gehe jetzt in der PA. Die Drehleiter kann bis zu 2000 Liter Wasser pro Minute abgeben. Damit alle Kräfte ausreichend Wasser zur Verfügung haben, müssen sich die beteiligten Feuerwehren abstimmen. Also nicht nur die Versorgung selbst, sondern auch die Verteilung organisieren. Von eurem Teelift brauche ich mal Wasser. An unser Teelift. Weil wir speisen die Drehleiter. Zwei Teams sind im Innenangriff eingesetzt. Ein 3. Angriffstrupp geht von außen gegen die Flammen vor. Gleichzeitig bringt sich die Drehleiter in Position. Der Druck kommt zur Drehleiter. Mittlerweile sind insgesamt 50 Feuerwehrleute aus dem ganzen Stadtgebiet im Einsatz. Ich war der Führer auf der Drehleiter. Das war in dem Fall sehr anstrengend. Atemschutz mussten wir natürlich tragen, weil natürlich auch die Rauchentwicklung dementsprechend war. Und teilweise standen wir so im Rauch, dass man da kaum was gesehen hatte. Ne? Zielt die Drehleiter von außen auf das Obergeschoss, muss sich der Angriffstrupp innen zurückziehen, um den siedend heißen Dämpfen des Löschwassers auszuweichen. Zwischen Dachpfannen und Dachstuhl haben sich Glutnester gebildet. Eigentlich ein Fall für die Drehleiter. Kommt er denn noch tiefer mit der Leiter jetzt? Wie weit? Er muss einfach mal ein bisschen runterregulieren. Ja, da sollte man den Wasser halt machen. Ja, es gab Komplikationen in der Hinsicht, dass wir nicht nah genug noch rankamen. Also wir haben es erstmal versucht, aber zwischen dem Haus und unserer Drehleiter war noch ein Bürgersteig, da war noch ein ziemlich großer Vorgarten, sodass die Entfernung bis zum Haus eigentlich zu weit war, dass wir an die Grenzen der Drehleiter kamen. 16 Meter Abstand machen es unmöglich, die Leiter weiter auszufahren, ohne ein Kippen zu riskieren. Eigentlich sollten vom Drehleiterkorb aus Dachpfannen entfernt und die darunterliegenden Glutnester bekämpft werden. Christian, wir versuchen Standortwechsel.
Wir drücken da so schräg rückwärts rein, so dicht wie es geht an die Mauer, dass wir noch komplett abschützen können. Da gewinnen wir auch nur 3 Meter oder so, aber vielleicht reicht das ja. Während die Drehleiter umparkt, kann der zweite Angriffstrupp im Inneren des Hauses jetzt Richtung Brandherd vorrücken. Die starke Hitzeentwicklung dort hat sich etwas abgeschwächt. In der Zeit muss es so gewesen sein, dass dieses Feuer im Dachstuhl, dass dort ein Loch entstanden ist. Also für uns war die Wärmeentwicklung schon sehr groß, aber so, dass man dort noch tätig werden konnte. Das war zu Anfang nicht so. Nach einer knappen Viertelstunde bekommt der Innenangriff zumindest die offenen Flammen unter Kontrolle. An die Glutnester unter den Dachpfannen kommt er aber nicht heran. Das muss von außen passieren. Ich geh nochmal hoch. Immer. Haben wir noch einen langen Einreißhaken? Nur den einen aus Holz. Ja, den suche ich, den langen. Mit dem Einreißhaken lassen sich Dachpfannen entfernen und zertrümmern. Über den Treppenhaus, da musst du rein. Ja, da komm ich aber nicht hin, glaube ich, oder? Kannst ja mal probieren, ob du da hinkommst. Dann machst du das als erstes eben auf. Ja, okay. Weil da unten hier kommt man nicht so richtig ran. Ja, okay. 15 Minuten hat der Standortwechsel der Drehleiter gedauert. Zeitverlust spielt in dem Fall ja nicht so viel die Rolle, weil im Prinzip es nur noch Glutnester waren, aber auch die müssten ja bekämpft werden. Und der Innenangriff kam halt nicht ran an die Glutnester. Also, dass wir dann also halt aus dem Korb heraus mit Einreißhaken die Dachziegeln aufnehmen und dann die Glutnester ablöschen. Beim Löschen der Glutnester kommt der einfache C-Schlauch zum Einsatz. Mit dem lässt sich aus der Nähe zielgerichteter arbeiten als mit dem fest verbauten Löschmonitor. Nach einer knappen halben Stunde an vorderster Front ist die Arbeit für die Innenangriffstrupps weitgehend beendet. Wäre der Brand eine halbe Stunde später ausgebrochen, hätten die Hausbesitzer vermutlich schon geschlafen. Ich wollte mir den Sport angucken, da hatte ich kein Signal im Fernseher. Und meine Frau war schon im Badezimmer, ich wollte auch gerade reingehen und hörte draußen so ein bisschen knistern. Hab erst an das Wetter gedacht, weil wir Unwetterwarnung hatten. Aber dann sah ich am Bewegungsmelder, dass da so eine kleine Flamme war und hab gleich die 110 angerufen. Ja, wie soll ich das anders nehmen? Ist ja so, ne? Das Haus ist durch den Brand und das Löschwasser stark beschädigt. Bis die Besitzer hier wieder wohnen können, wird Zeit vergehen. Die waren natürlich völlig geschockt. Innerhalb einer Stunde ihr ganzes Haus im Grunde genommen ruiniert ist erstmal. Ich bin mit der Frau dann anschließend noch in der Wohnung gewesen, noch ein paar Sachen zusammengeräumt. Die ist irgendwie bei Bekannten oder Nachbarn untergekommen erstmal. Und ein paar wesentliche Dinge haben wir dann aus der Wohnung geholt. Bis die Polizei das dann erstmal sichergestellt hat, dass genau geguckt werden kann, wo der Brand überhaupt ausgebrochen ist. Brandursache war vermutlich ein defekter Einbaustrahler im Dachsims.